Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 6, grüne Oase in der Großstadt. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zur Folge 6. Heute dreht sich alles rund um ein Naherholungsgebiet mitten in Wien. Genauer gesagt am Lahrberg im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und da das Wetter heute wirklich richtig super war, wir haben heute bis zu 19 Grad gehabt. Der Frühling ist endlich da. Und so haben wir heute eine kleine Familienrunde gemacht. Das heißt, mit dabei war heute eigentlich das komplette Team von Reisen, Wandern, Tauchen. Das heißt, auch Stefan, Tamara, Clemens und auch unser Vater Hubert waren mit von der Partie. Und ja, wir wollen euch dieses Naherholungsgebiet heute einfach mal vorstellen, weil wir das wirklich sehr interessant und faszinierend gefunden haben. Man muss sich vorstellen, das Ganze ist ein ehemaliges Ziegelabbaugebiet. Das heißt, dort waren früher bis so in die 1940er Jahre hinein Ziegelteiche. Dort wurde also Lehm abgebaut, um dann daraus Ziegeln zu brennen. Das Ganze wurde dann in den folgenden Jahrzehnten renaturiert und ist heute ein geschlossenes, riesengroßes Naturschutzgebiet, wirklich mitten in der Stadt. Das sind, ich glaube, 63 Hektar oder so, was das Ganze umfasst. Und man ist dann wirklich, also man glaubt eigentlich nicht, dass man da mitten in der Stadt ist, wenn man dort unterwegs ist. Das ist wirklich viel Wald, es ist grün, es ist ruhig. Also es ist wirklich ganz was Tolles und ich kann nur jedem empfehlen, der mal in Wien ist, schaut euch das wirklich einmal an bei schönem Wetter, das ist wirklich toll. Ja, kommen wir mal so grundsätzlich mal zu dem ganzen Naturschutzgebiet. Das ganze Gebiet ist der sogenannte Laher Wald und das Ganze ist wirklich ein geschlossenes Naturschutzgebiet. Also da darf wirklich nur ganz, ganz eingeschränkt ausgeholzt werden und so weiter. Ist wirklich strengstes Schutzgebiet, ist auch Vogelschutzgebiet gleichzeitig, weil dort natürlich durch den Ziegelabbau jetzt heute einige Ziegelteiche übrig sind. Das heißt, die Ziegelabbaugruben haben sich einfach mit Wasser gefüllt im Laufe der Zeit. Sind heute große Wasserflächen, die natürlich vielen Vogelarten, aber auch vielen Insektenarten und sonstigen Tierarten, Schmetterlingen und Platz bieten und Rückzugsgebiete bieten, die eigentlich in der Stadt natürlich sonst recht selten sind. Und entlang dieser ganzen Strecke oder verstreut über dieses ganze Schutzgebiet und Erholungsgebiet, das dann auch noch außerhalb des Schutzgebiets noch ein bisschen weitergeht, sind unzählige Spielplätze verstreut. Das heißt, das ist auch wirklich ein Gebiet, was sich ganz, ganz hervorragend dazu eignet, um einfach mit Kindern dort unterwegs zu sein. Es gibt viel Abwechslung, jeder Spielplatz schaut anders aus, es gibt Rutschen, es gibt Schaukeln, alles Mögliche. Und das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, wenn man da mit Kindern unterwegs ist. Wir haben heute auf unserer Runde circa 4 Kilometer zurückgelegt, es waren noch ein paar Abstecher dabei und so weiter. Wir waren beim Butterteich, der eben einer dieser Ziegelteiche ist, der ganz, ganz verborgen und ruhig liegt, wirklich sehr einsam und man kann dann wirklich Tiere beobachten dort und es ist dort wirklich ruhig, also das ist wirklich ganz was Eigenes. Man kommt dort auf so eine Aussichtsplattform raus, über die man über den ganzen See sieht und es ist wirklich ein sehr idyllischer Ort. Und vom Butterteich ging es dann weiter durch den Laher Wald bis zum Böhmischen Prater. Der Böhmische Prater ist im Prinzip ein kleiner Vergnügungspark, der ursprünglich dazu gedacht war, den sogenannten Wurstelprater in Wien, der ja sehr zentral liegt, im 2. Wiener Gemeindebezirk, sozusagen ein bisschen nachzuempfinden in halt kleinerer Form. Das heißt, das Ganze ist nicht so ein riesen ausladendes Gelände, aber es gibt dort kleine Achterbahnen, es gibt Ringelspiele für die Kinder, es gibt Autodroms, es gibt wirklich dort alles Mögliche, was man dort machen kann. Das Ganze ist jetzt seit ein paar Tagen wieder offen, nachdem es jetzt endlich wieder warm geworden ist, nachdem der Schnee jetzt endlich hoffentlich
endgültig für diesen Winter vorbei ist. Und jetzt, ja, wird halt alles mal wieder hergerichtet und ausgepackt und es sind die ersten Fahrgeschäfte auch schon wieder in Betrieb. Das haben wir natürlich heute auch gleich genutzt, beziehungsweise der Clemens natürlich vorwiegend und ist da dann auch mit einem Karussell gefahren. Bevor es dann weitergegangen ist, wieder in das Naturschutzgebiet hinein und beziehungsweise das Naherholungsgebiet eigentlich, wo wir dann auch noch weitere Spielplätze gefunden haben und wo auch eine große Wiese auch vorhanden ist, wo man auch Modell fliegen kann. Das hat auch einer gemacht. Der hat seinen Flieger gleich mal irgendwo in einen Baum versenkt. Aber ich weiß nicht, ob er dann noch einen zweiten mitgehabt hat oder genug Reparaturmaterial, Ersatzmaterial mitgehabt hat. Der ist auf jeden Fall nachher dann auch nochmal geflogen. Ja, kann man also auch dort machen. Es finden sich dann auch auf dieser Runde etliche Fotomotive. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos ich heute gemacht habe, aber ich sag mal, vor 120 wird wahrscheinlich nichts abgehen. Man findet wirklich alles Mögliche. Man findet Blumen, man findet momentan blühende Bäume, Tiere jede Menge, also Vögel, Eichhörnchen, Schmetterlinge, alles Mögliche ist da wirklich vertreten. Also Motive gibt es wirklich mehr als genug. Man kann auch Landschaftsfotografie machen. Also es gibt dort schöne Abbruchkanten, und wo man dann im Hintergrund aber die Silhouette der Stadt hat. Also ganz, ganz interessante Motive, wenn man mit offenen Augen dort durch die Gegend wandert. Das ist wirklich ganz, ganz interessant und ganz toll und bietet viele Möglichkeiten eben auch zum Fotografieren. Ja, ich stelle euch dann in den Shownotes noch ein paar Links hinein, sowohl zum Naturschutzgebiet als auch zum Böhmischen Prater und werde euch natürlich auch wieder ein paar von den Fotos zeigen, die ich dort auf unserer Runde gemacht habe. Auch den Track werde ich euch wieder zeigen, dass ihr euch orientieren könnt, wo wir da unterwegs waren. Das Ganze ist heute eine etwas kürzere Folge als ursprünglich geplant. Ich hätte eigentlich eine andere Runde heute machen wollen. Die gibt's dann nächste Woche. Das wird dann wieder eine etwas ausführlichere Folge werden. Die geht dann über gut 14 Kilometer durch den Wienerwald. Das wird dann sicherlich wieder etwas ausschweifender werden als heute. Das Ganze heute ist eine etwas kürzere Folge, etwas kürzer gehalten. Aber ich habe eh auch schon wieder 8 Minuten, sehe ich da gerade. Also das wird jetzt für heute mal soweit wahrscheinlich dann alles sein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin bestes Wetter, schaut, dass rauskommt, unternehmt was, nutzt die warmen Temperaturen, solange es so ist, bevor jetzt vielleicht wieder dann die Eisheiligen oder sonst was kommen. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Touren und sonstigen Unternehmungen. Bis nächste Woche, euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at